Ja, ich stehe heute am schönen Rhein in Mannheim. Hier hinter mir ist auch das berühmte Mannheimer Schloss. Denn heute soll es mal um ein interessantes Thema gehen, was die Schifffahrt hier auf dem Rhein betrifft und auch die Geschichte Europas und den Zusammenhalt in Europa, und zwar die Mannheimer Akte. Die Mannheimer Akte wurde damals als sogenannte revidierte Schifffahrtsakte zwischen den Staaten Preußen, Frankreich, Baden, Bayern und Hessen abgeschlossen. Damit waren fast alle Anrainerstaaten des Rheins zur damaligen Zeit eben in diesem Abkommen beteiligt. Die Vertragsstaaten einigten sich auf mehrere Grundsätze, die ich mir mal hier in diesem tollen Büchlein, das der ein oder andere von euch schon kennt, mal zusammengeschrieben habe, damit ich auch ja keinen vergesse. Einmal einigten sich die Vertragsstaaten auf eine freie Schifffahrt auf dem Rhein sowie eine Gleichbehandlung aller Schiffe und Flotten, unabhängig aus welchem Staat der Vertragsstaaten sie letztlich kamen. Zudem einigte man sich auf eine vereinfachte Zollabfertigung und außerdem auf die Verpflichtung der Anliegerstaaten zur gemeinsamen Instandhaltung des Rheins, insbesondere der Flächen, die jeweils dem entsprechenden Staat gehörten. Darüber hinaus einigte man sich auf eine einheitliche Gerichtsbarkeit und die Einrichtung von sogenannten Rheinschifffahrtsgerichten, die in den verschiedenen wichtigen Städten am Rhein entlang dann auch entstanden. Damals wurde eine Kommission gegründet, die ihren Sitz hier in Mannheim hatte, die eben zur Überwachung der Grundsätze eingesetzt war. Es gab bereits ab 1816 als Vorgänger der Mannheimer Akte die sogenannte Mainzer Akte, sodass es zeitweilig auch eine sogenannte Mainzer Kommission zur Regelung der Schifffahrt auf dem Rhein gab. Die Mannheimer Akte war aber nochmal eine krassere Entwicklung für den Zusammenhalt und die Zusammenarbeit der Anrainerstaaten am Rhein. Mit dem Versailler Vertrag von 1920 wurde die sogenannte Mannheimer Akte, also die Mannheimer Kommission, dann nach Straßburg verlegt und dort gab es dann die Rheinschifffahrtskommission und die besteht tatsächlich noch bis heute. 1967 ist auch die Schweiz ein Signatarstaat der sogenannten Mannheimer bzw. mittlerweile ja genau genommen eigentlich Straßburger Akte. Und im Laufe der Jahrzehnte haben natürlich auch andere Staaten quasi die Rolle der Signatarstaaten eingenommen. So ist heute auch Deutschland Signatarstaat als Nachfolgestaat von Preußen, Baden, Hessen und Bayern. Wie gesagt, die Grundsätze gelten im Grunde genommen bis heute. Und damit kann man im Prinzip die Mannheimer Akte als eine Art Vorgänger der EU betrachten. Die Idee, dass die Anrainerstaaten am Rhein gemeinsam die Zölle regeln und gemeinsam den Schifffahrtsverkehr auf dem Rhein regeln, ja, des wichtigsten Schifffahrtswegs in Europa, war im Prinzip der Grundstock für die Entstehung eines europäischen Gedankens. Ja, und tatsächlich war auch am Anfang des 20. Jahrhunderts Mannheim aufgrund seiner Bedeutung durch die Mannheimer Akte oder auch Straßburg als europäische Hauptstadt im Gespräch. Und genau damit hängt das auch unter anderem zusammen, dass Straßburg bis heute der Hauptsitz des Europäischen Parlaments und des Europarates ist. Ich hoffe, ich habe meine 3 Minuten für dieses Video nicht zu arg überzogen. Ansonsten, naja, habt ihr was Schönes, Interessantes gelernt. Ich schaue mal, was ich sonst noch so in Mannheim heute entdecke und werde abschließend hier, sobald mein Computer wieder funktioniert, der eine oder andere weiß es ja schon, auch ein Video hier zum Mannheimer Schloss verlinken. Ansonsten sieht man den ein oder anderen von euch ja demnächst mal sicherlich in Mannheim. Ich sage an dieser Stelle wie immer Tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!